Und wir sind wieder da. Willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2011. Im letzten Part haben wir es gerade so geschafft, einen Auftrag zu erledigen. Das war der erste gabstarke Auftrag, den wir je hatten. Und auch einer der wahrscheinlich für uns jetzt einer der spannendsten, weil wir wahrscheinlich jetzt ich habe jetzt wahrscheinlich daraus gelernt, dass man ein bisschen vorsichtiger fahren sollte, damit das Ding nicht runterfallen. Das kostet mich sehr viel Zeit. Jetzt fahren mal. Oh, das wird knapp. Ich organisiere jetzt gleich meinen Helfer. Ich will nicht, dass das verkehrt. Das wäre nämlich richtig scheiße. Fahren wir so lange mal den zurück. Oh, Stunts kann man auch gut das Ding machen. Oh, ich muss mal einen Schluck trinken. Ah, das ist gut. So. Ja, was werden wir wohl in diesem Part machen? Vielleicht noch einen Auftrag? Wahrscheinlich, würde ich sagen. Wenn noch einer kommt, ja. Die Rasenmäheraufträge machen wir wahrscheinlich nur, wenn der da am Golfplatz ist. Und die Gabelstapelaufträge machen wir wohl immer. Weil das Ding ist ja recht flott, im Gegensatz zum Rasenmäher. Was aber übelst flott ist, ist dieser ein Mod, den ich mir installiert habe. Das müsste. Hä, warum ist er jetzt nicht drin? Oh, schade, egal. Das war ein Quad, der ist irgendwie 100 km/h fuhr oder so, das ist richtig schnell. Vielleicht kennt das jemand, das habe ich mal von der offiziellen Landwirtschaftssimulator auf dieser Seite runtergeladen. Oh, ich bin müde. Die haben es jetzt irgendwie gerade an 12 Uhr morgens. Naja, sind jetzt 12 Uhr Mittag. Weil ich hatte gestern einen schweren Tag. Wir hatten unsere Weihnachtsfeier. Und die hat richtig Bock gebracht, aber tut jetzt alles viel. Vor allem die Füße. Alter Schwede. Was packt das an? Okay, weil wir haben halt sehr viel gespielt und so. Und getanzt haben wir auch. Was auch sehr geil war, wir haben alle Jungs haben, als das die Gangnam Style tanzen, alle Gangnam Style getanzt. Das sah so witzig aus. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir müssen zu mehr Geld kommen, damit wir mehr halt Felder kaufen können, weil es wird schwierig so, also für Geld zu kommen. Ich würde einen neuen Drescher kaufen, aber der ist echt übel. Die hätten vielleicht noch einen neuen Drescher rausbringen sollen, der ein bisschen als besser ist als der hier, aber halt noch nicht so gut und weniger kostet, weil ja, ich bin gerade ein bisschen kacke. Oh, nicht verderben, ich komme raus. Oh, wir haben schon noch Raps hier drin. Cool. Okay, noch ein neuer Auftrag. Frontlader Palettengabel. Den werden wir auch gleich mal machen. So, von wo müssen. Okay, hier gleich hier vorne können wir es abholen. Das ist erstmal schön. Als wir es zum Campingplatz liefern müssen, dann haben wir Glück gehabt.
Oh, genau, ich hab gerade irgendwas so blöd ins Auge gestochen. No? 5 Minuten habe ich schon aufgenommen. Das müsste machbar sein. Auf jeden Fall doch. Das müsste machbar sein. Okay, steht hier bei der Tanke. Da ist das Paket. Mal schön gerade vorfahren. Noch tiefer. So vielleicht mal. Ne, ach, das ist ganz online. Na geil. Oh, aufpassen. Ich will nicht unsere wertvolle Fracht hier verlieren. Alter! Drecksauto, du kannst nicht mal warten. Siehst du denn nicht, dass ich hier vorbeifahre? Schwein ist das. Das ist sowas noch geht, ja, ich fahre lieber hier lang. Oh. Nein! Oh. Sollen wir Berg rumfahren? Oh. Deswegen komme ich hier sowieso nicht rauf in der Ladung. Deutschen so ein Angebot. Oha. Wir müssen uns gleich mal anschauen. Mal schauen, wie teuer denn ist. Auch knapp werden könnte. Naja, ich glaube wohl, wenn wir noch 2 Minuten und müssen nicht so weit fahren, könnte man eigentlich sehr gut hinkriegen. Eigentlich. Das war nicht sagen, dass wir es schaffen. Aber eigentlich schon. Und die Musik ist immer noch auf dem KSC-Beats. Ich sag das in jedem Part, einfach weil ich das kann. Weil der einfach so genial ist. Boah, das schaffe ich easy. Oder das geht easy. Easy peasy. Ja, vom Golfplatz, oha. Weißt du nur wo? Und dahinter.
Okay. Wo? Hier? Nein. Nein, kann hier ganz nicht sein. Nein! Ich kann nur noch sehr knapp werden. Das kann nur noch so knapp werden. Ich bin mit der Servolenkung, ne? Muss man sie abliefern. Hier das. Lol. Hä? Muss ich mal abliefern? Was ist das für ein crazy shit? Das ist mal richtig kacke jetzt. Oh nein! Dieser Helfer hat sich wieder ausgeschaltet. Gerade läuft ihm alles nur schief. Ich hab das verdirbt jetzt nicht, ne? Wird's jetzt verdirbt. Oh mein Gott. Oh ne, das war jetzt ja kacke. Okay. Sollten so an, wie viel der Deutsch das kostet. Sonderangebote. Oh, Deutsch Sonderangebote. Sonder. Ja, toll. So viel Geld haben wir noch nicht, obwohl Sonderangebote sind. Ja, 15%, okay. Bringt es ja auch, ne? Ich weiß nicht, ob man mit diesem Mewe auch schon, oder mit dem hier auch schon bei unserem reingehen kann. Das wäre nämlich gut zu wissen, Mann. Schreibt es in die Kommentare, wenn es geht. In unserem Gesetz. So, was wollen wir denn? Soll ich irgendwas verkaufen? Ne. Wir müssen eine Erdmaschine haben. Irgendwie die hier, aber zu wenig Geld. Immer nur zu wenig Geld. So, dann nehmen wir noch mal hier dieses Rapschen weg von ihm hier. Ah, fu. So, jetzt einfach Handfall von hinten. Das Raps aufnehmen. Und wir werden nicht davon voll. Und ich will, ja, das war's aber für diesen zweiten Tag. Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal. Euer Dirk. Tschüss.